Italia a Lussemburgo. L'originale antica cucina romana kommt an den Tetz. Avo, man da tavern beim Bauer zu Esweiler. Signori e signori, how to know it, mein Freund Giorgio. George, kannst du dich erinnern, hier auf 5, 6 Jahre hat man Sendung mit Tanja. Die man noch gesungen hat. Hier auf 5, Leute, o sole mio, sei frondate, o sole mio. Sei fronda te, sei fronda te. Oh, oh. Oh sole mio, vada. Ja, mit das kein Pan mit auf die Obzuhören. Was bist du, George? Also ich mache kein Fleisch, ich bin ja noch Vegetarier. Ach so. Ah ja, schon seit 27 Jahren. Nein, ich bleibe stur bei den Prinzipien. Ich mache eine Insalata di Pasta Vegetariana. Also du sind Karnivoren, hei sind Vegetarier. Also ich garantiere, da hei ist ein ganz gut Stück Lützebäuerisch Fleisch, und zwar ein Stück Limousin. Das für mich noch immer das Beste, hei aus dem Land. Also das würde ich da gerne leben, aber dann will ich noch ein Salat dabei machen, die ihn auch kann aus Salat allein essen. Das ist ein Messer. Lorena ist mir schon gucken, weil dann die... Also ich brauche dich nicht so froh, wie dick sie sie gerne hast. Nee, manchmal fängt man da schon mal zu Zwiebelfleisch an. Ne? Okay. Guck mal, was der Fleisch. Da guck auch. Guck mal, wie man brät. Das ist etwas Exzellentes. Ich respektiere das einfach. Das ist aber leicht. Nach mir rein. Fange geht. Ja, okay. Soll ich da weisen? Soll ich da weisen, wie sie fangen oder so teilen? Ja, das wäre besser, ah, weil... Fangen ein Hölz, dann die müsste so. Und gesehst du, da rutscht das Messer. Do. Okay, da guck. Da kommt natürlich der Fanger vor. Was müsst du die ganze Summe? Ja, weil ich gerade am Gang sind, Zwiebeln zu schneiden. Da sind ich natürlich auf NRW mit meinen Auftritten. Das ist natürlich schon Tab 10, so am Sommer. Du hast immer, wo am meisten Lasers, die Wand am so Januar bis April, ist immer ein bisschen mehr ruhig. Und am Sommer hast du wirklich immer in der Weg für Auftritte zu machen. Gewöhnlich habe ich immer ein ganz gut Flasch Wein bei mir. Ich präsentiere nicht in den Winzer. Meine Haut sind ja wohl ganz gespannt, weil Haut trinken wir etwas von dir. Ja, voilà. Das ist nämlich ein starker Mann. Nämlich, wie auch schon drauf steht, mit Vernunft zu genießen. Ich könnte mir erzählen, wenn deine Potion Magique für mich stärker zu gehen. Ja. So mache ich das so, dass von Heinz du Leute ein paar Pet getrunken und habe ich mich stärker gefühlt. Also, wenn mich stärker, das wäre ich lohnt. Also, Ernesto, schenkt dir ja gerne nach mir raus, mit heute über 32% Alkohol. Oh, das geht ja. Ja, mir nicht das. Das 32% Alkohol. Humor ja noch her, das ist 6%. Nicht, dass wir voll sind, immer fertig sind mit Kachen, ne? Prost. Trisch da schon mal ganz gut. Das ist aber auf Basis von Kreider. Ah ja, das ist effektiv ein Kreider-Digestiv, also die Basis als Blutwurz, was dran ist. Was? Blutwurz? Nein, nicht Blutwurz, das geht vielleicht. Blutwurz. Dann ist auch Wermut dran, dann ist Zimt dran. Natürlich biologisch orange, weil sie mit den Schwellen dran gemerkt sind, dann dürfen sie natürlich nicht gespritzt sein. Also das ist wirklich ganz biologisch, also das ist wirklich ganz gesund. So, George, da kann man gucken, wie schön das aussieht. Ich gesehen das von weit. Lass mich mein Tomat zu schneiden. Also hier haben wir einen Salat, hier haben wir Sellerie, hier haben wir Mutten, Zucchini, das ist ja der Plural von Zucchini, ja. Voilà. Dann haben wir Paprika. Und dann haben wir natürlich nach der Null ein bisschen für Dekoration haben wir die frischen Tomaten, die wir drüber machen. Ja. Und natürlich auch noch ein paar Oliven, die wir drüber machen. Ja. Müssen wir alles dran? Geht alles dran, Merlo. Was tun wir denn hier? An uns Penete. Penete Rigade. Penete Rigade, ja.
Was ich mache, einfach so dran. Ja, ja, ja. Geht ja sowieso noch vermischt. Ja. Mit, schön, der Tomat. Ja, ja, die Lovest. So, weil du kannst alles dran machen. Ja. Aber wie, wenn du nicht gehst, hast, du musst du uns so weit alles dran hast, weil das so gut Pistachöl ist. Olivenöl, ja. Mit Rest muss man noch so weit alles dran machen. Pistachöl, Olivenöl, Traubenkernöl, Nussöl, Aceto Balsamico Bianco, Aceto Balsamico Nero. Und dann habe ich noch Vinaigre de Xerez da gemacht. Ein Löffel Mustard, ganz bisschen Rahm drin, für das ein bisschen soll mit dick gehen. Natürlich Salz und Pfeffer. Also all die Sachen, die da drauf sind, die muss man wohl abschreiben, weil das wäre schon wohl nicht verhält. Weißt du, was da ganz gut drauf passt? Mhm. Ein ganz kleiner Schutz, starke Mann, weil es von keiner gemeint ist. Da wissen wir, was gut ist. Top. Mmh. Hä? Ah. Oh. Das ist immens, hä? Okay. Also da muss man das tun, natürlich gut mischen. Wow! Giorgio, guck mal! Ernesto, guck mal! Also egal wie schön das aussieht, du willst immer noch einmal Kühlsteck. Es sind nochmal Vegetarier. Okay. Guck mal! Che bello! A quello molai, fanno che dresci un tomate nel tuo come, no? Oh, Giorgio, guarda! Oi. Olio di oliva! Ai, buon appetito! Buon appetito! Giorgio? Ernesto? Ernesto? Prost! 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 Prost Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et reboivent encore, et boivent à la santé des...